Der Bürgermeister von Schlins, Harald Sonderegger, ist heute zum neuen Gemeindeverbandspräsidenten gewählt worden. Herr Sonderegger, warum haben Sie für das Amt kandidiert? Ich habe für das Amt kandidiert, weil Wilfried Berchtold aus bekannten Gründen auf eine Wiederkandidatur verzichtet hat und ich seit doch dem Jahr 2000 als sein Stellvertreter mit dem Präsidium des Vorarlberger Gemeindeverbandes mit tätig war, im vergangenen halben Jahr die Geschäfte führen musste, aufgrund dessen, dass Wilfried gesundheitlich ausgefallen ist. Und im Zuge dieser Zeit und Entwicklung ist dann auch der Gedanke gereift, und war es auch gemeinsame Diskussion und Empfehlung im Präsidium und dann schlussendlich auch im Gemeindeverbandsvorstand, dass ich der Richtige wäre für dieses Amt. Und in diesem Sinne freue ich mich auch, dass heute diesem Vorschlag mit so hohem Vertrauen Rechnung getragen wurde. Welches sind in aller Kürze die größten Herausforderungen in diesem Amt? Die größten Herausforderungen werden sicher sein, ein starker Interessensvertreter für die Vorarlberger Gemeinden, den Ausgleich zwischen Groß- und Kleingemeinden, den Ausgleich mit dem Land immer wieder zu suchen und zu finden, die finanziellen Rahmenbedingungen so weit auszutarieren, dass wir halbwegs vergleichbare Verhältnisse auch in Zukunft in allen Gemeinden des Landes flächendeckend bieten und vorhalten können. Es wird notwendig sein, hier entsprechende Verhandlungen und Gespräche gemeinsam zu führen und die Ergebnisse dann gemeinsam auch in die Gemeinden hinauszutragen. Ein weiterer Bereich wird sicher sein, die Forcierung der schon bisher eingegangenen und vielfach sehr, sehr erfolgreichen Kooperationen auf Gemeindeebene, um hier eben auch am Ende des Weges einmal die Qualität der Dienstleistung, aber schlussendlich auch etwas finanziellen Spielraum für die Gemeinden wieder erreichen zu können. Werden Sie im Großen und Ganzen die Linie Ihres Vorgängers Berchtold weiterverfolgen oder werden Sie vermehrt auch eigene Ideen mit einbringen? Es wird sowohl als auch erforderlich sein. Wilfried Berchtold hat heute stehenden Applaus für 15 Jahre höchst erfolgreiche Tätigkeit im Vorarlberger Gemeindeverband zu Recht von den Anwesenden erhalten und jeder Nachfolger wird gut beraten sein, die guten Ergebnisse und die erfolgreichen Wegstellungen weiter zu verfolgen. Aber natürlich kommen auch neue Themen, kommen neue Herausforderungen auf einen Präsidenten zu. Manche kennen wir bereits, manche werden wir erst kennenlernen und da gilt es dann auch natürlich eigene Akzente und neue Schritte zu setzen.